Ja, ich bin der Michael Schipflinger, bin Bergbahnbediensteter oder wie man so schön sagt, Liftinger. Bin da stationiert bei der Alpenrosenbahn Mittelstation. Seit 2019 bin ich tätig. Im Winter bin ich beim Gampenkogel. Wir schauen da in der Mittelstation, dass alles rund läuft. Wir machen die wöchentlichen Kontrollen bei den Förderern etc. Schauen, dass alles geschmiert ist. Sind auch für den Kartenverkauf da zuständig. Wir haben da von der Mittelstation zum Berg auf den Kartenverkauf und ins Kartenverkauf kann man bei uns lösen. Die Jahresstühle ist natürlich wesentlich ausgedehnter, weil du bist ja bei den Revisionsarbeiten auch dabei, da nimmt das Revisionsteam mit. Du erledigst mehr Arbeiten, bereitest alles für den Winter vor, baust Alpinolino etc. Ja, ist sehr, sehr ausgedehnt, der Aufgabenbereich in der Bergbahn. Interessant, weil es nicht immer das Gleiche ist. Eigentlich etwas, wo ich Arbeiter noch gesagt habe. Junges, dynamisches Team haben wir dabei, ist auch super. Und ein Zusammenhalt geht es auch am Bering. Man sollte da schon selbstständig arbeiten können bei der Bergbahn. Wenn man das kann, ist das ein super cooler Job. Gut war es für den Außendienst, wenn man einen Handwerksberuf gelernt hat oder hat. Die Benefits bei der Bergbahn sind, dass du ein super Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten hast. Sie lassen die Leben im Sommer super flexibel mit den Urlaubszeiten. Du kriegst die Saisonkarten gestellt. Ja, es ist einfach ein Wahnsinn. Das ist ein Hammer. Und wenn alles das die anspricht, dann komm zu uns ins Team, bewirb dich bei der Bergbahn Westendorf und vielleicht sehen wir ins nächste Jahr schon zusammen irgendwo im Wald oder bei der Station zusammen beim Arbeiten.